Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kurso4U-Tech. Heute mal wieder ein Security-Thema. Heute kümmern wir uns um einen Virenschutzanbieter, der aus Großbritannien kommt und eine kostenlose Lösung anbietet, wie er selbst sagt, mit Enterprise-Features. Dahinter steckt Sophos, wie eingangs gesagt, großbritannischer Hersteller für diverse Security-Lösungen. Virenschutz ist ein Bereich, den sie abdecken. Sehr breit aufgestellt, liefert im Unternehmensumfeld jede Menge Lösungen für ja, diverse Security-Themen, Probleme, die man eben so hat als Unternehmen, aber eben auch als Privatmensch. Und ja, Sophos beliefert oder versorgt sehr viele Behörden, sehr viele öffentliche Einrichtungen. Das war eigentlich so das Kerngeschäft, aber mittlerweile haben auch immer mehr normale Wettbewerbsunternehmen die Lösungen von Sophos im Einsatz, aber auch Privatleute, denn es gibt einen kostenlosen Virenschutz und dieser kostenlose Virenschutz von Sophos ist auch der, den man als Unternehmen nutzen kann. Jetzt werden viele sagen, ja, warum machen denn die das eigentlich? Warum stellen die das Produkt, das sie eigentlich sonst verkaufen, kostenlos zur Verfügung? Naja, erstens mal gibt es eine User-Beschränkung, das heißt, man kann nur, ich meine, es waren 5 oder 10 Geräte reinhängen, wir werden es dann gleich sehen. Und zum anderen profitieren die natürlich davon, dadurch, dass die natürlich, wie die meisten AV-Hersteller, Funde bzw. Analysen, Daten, Telemetriedaten an sich selbst schicken und so dann ihren eigenen Business-Virenschutz verbessern. Also das ist gar nicht mal so dumm, was sie da machen. Und sonst könnten die das gar nicht kostenlos anbieten. Und die Zielgruppe von Sophos sind halt eher Unternehmen, die mehrere hundert Endpoints, so nennt man die Rechner, auf denen das Ganze installiert werden, verwalten oder eben haben. Und deswegen macht das Ganze natürlich Sinn. Also Sophos, um mal so eine Abschätzung zu bekommen, wer benutzt Sophos eigentlich? Also es gibt mehrere große Versicherer in Deutschland, die Sophos benutzen, die mehrere tausend Endpoints haben, einen großen bayerischen Autohersteller, jeder wird sich schon denken, wer das ist, die benutzen auch Sophos zum Beispiel. Also von daher, Sophos wird ziemlich, mittlerweile ziemlich häufig eingesetzt in Umgebungen, die einfach sehr groß sind und die paar Lizenzen, die die da rausgeben, wo sie dann im Endeffekt eigentlich nur profitieren, weil sie dann Informationen kriegen über die Beschaffenheit von Malware, ist eigentlich Pillepalle für die und eigentlich sogar recht gut. Deswegen machen die das Ganze. Ihr könnt als Privatkunde oder als privater User davon profitieren, dass ihr einen Schutz bekommt, der eben auch von Profis genutzt wird und die können davon profitieren, dass mehr Leute ihre Software einsetzen. Gucken wir nochmal ganz kurz, bevor wir das Ganze installieren, auf die Testergebnisse. Dazu habe ich mir jetzt mal den MyTest von avtest.org hergeholt. Da haben wir eine Erkennungsrate von 100%, was die Real-World-Testing-Threads angeht. Und dann gibt es hier die der letzten 4 Wochen und da haben wir eine Erkennungsrate von 99,5%. Das Ganze ist sehr hoch. Man muss dazu sagen, Sophos hat jetzt auf ihren UTM-Produkten, das ist eine Firewall-Lösung, die wir, denke ich, auch mal bald vorstellen werden, haben die gerade eine Technologie gelauncht, sogenanntes Sandboxing. Damit schaffen die es halt eben, ihre Erkennungsrate weiterhin zu pushen. Das bedeutet, da werden in einer abgeschotteten virtuellen Umgebung werden Dateien, die erstmal nicht bekannt sind, vermutlich unsicher sind, ausgeführt und man guckt, was passiert. Und wenn sich irgendwas komisch verhält, dann wird das Ganze blockiert bzw. in das Lab geschickt von Sophos und die können es dann weitestgehend oder weiter analysieren. Das bedeutet natürlich auch wieder mehr Sicherheit und eine höhere Erkennungsrate. Die Verbreitung dieser Lösung ist sehr hoch und dadurch und wird natürlich auch weiter steigen, weil das Produkt ist noch relativ neu. Und dann wird man einfach mal gucken, wie wird sich das noch weiterhin entwickeln, die Erkennungsrate. Also ich würde mal behaupten, dass die Erkennungsrate dadurch nochmal um ein Vielfaches steigt, dadurch, dass sie eben die Möglichkeit haben, Viren zu erkennen, indem sie einfach gucken, was machen denn die. Und da haben sie auch Dateien drin, die vielleicht von sich aus von den Empfängern nie an das Virus Lab geschickt werden würden, haben die dann da drin und können damit arbeiten. Das ist natürlich eine Sache, das haben andere Hersteller einfach nicht. Ansonsten kann man sagen,
eigentlich ein ja, rundum zufriedenstellendes Ergebnis. Gut, die Performance ist da ein bisschen niedriger. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte das jetzt nicht nachvollziehen, die Performance. Ich habe das auch mal ein bisschen getestet. Das ist immer sehr, ja, subjektiv, das Ganze. Und es kommt natürlich auch mal sehr auf die Hardware drauf an. Muss man einfach mal gucken. Aber ansonsten finde ich, ist das eine ganz schicke Lösung und wie gesagt eben auch kostenlos. Gut, wir gucken jetzt nochmal, wo bekomme ich das Ganze denn eigentlich, wenn ich auf Sophos.com gehe. Den Link findet ihr natürlich wie immer in unserem Artikel. Da gibt es eben kostenlose Tools und da gibt es Sophos Home für PC und Mac. Das kann man, ihr seht es ja auch, auf dem Mac installieren, falls jemand von euch einen Macintosh PC oder MacBook oder sowas hat. Da kann man, also es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man sowas installiert, definitiv nicht. Die Malware auf dem Mac oder für Mac OS wird in den nächsten Jahren immer weiter ansteigen und das macht es auch jetzt schon. Deswegen vielleicht sollte man da doch mal überlegen, ob man sich da auch so einen Schutz drauf holt. Sicher ist sicher. Des Weiteren haben die natürlich noch ein paar mehr Angebote, die wir vielleicht, oder bin ich mir sogar ziemlich sicher, in weiteren Videos beschreiben werden und zeigen werden. Da sieht man also, es gibt einiges für Home-Anwender, was eben von Sophos gesponsert, geschenkt wird. Und das kann man da nutzen. Und es ist natürlich auch ein bisschen limitiert, das ist ganz klar. Denn die wollen natürlich, dass Firmen nicht auf die Idee kommen, ach komm, lass uns doch mal eine kleine Home-Lizenz nutzen für meine große Firma. Das will natürlich keiner. Und hier sieht man dann auch, dass nochmal explizit geschrieben wird, sie erhalten den gleichen Viren- und Malware-Schutz und die gleiche Webfilter-Technologie, die praktisch in Unternehmen eingesetzt wird. Und das ist halt mal echt ein Knaller, sag ich mal, dass man sowas als Privatuser bekommt. Man muss auch sagen, bei einigen Virenschutzherstellern gibt es halt so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Das heißt also, es gibt ja schlimmstenfalls sogar zwei Datenbanken, die da eingesetzt werden. Das heißt also, Privatkunden bekommen Sachen entweder später oder es wird eine andere Engine eingesetzt und. Das ist halt bei Sophos hier in dem Fall nicht so. Man hat als Privatkunde die gleiche Engine und die gleichen Technologien, die man eben auch als Businesskunde verwenden kann. Mit dem Unterschied halt des Managements, aber wir haben hier auch einen, eine Art Management-Server. Der liegt zwar hier in der Cloud, das muss man wirklich sagen, dass das Ding halt in der Cloud liegt. Als Firma habe ich eben die Möglichkeit, so einen Management-Server on-premise zu betreiben. Das heißt, ich habe das in meiner eigenen Firma und ich habe da eine Oberfläche, wo eben die ganzen Sys-Admins drauf zugreifen und den Virenschutz administrieren. Hier liegt das Ganze in der Cloud, aber das kann ich auch sagen für Leute, die vielleicht jetzt sagen, Mensch, ich bräuchte das vielleicht auch für meine Firma. Das gibt es natürlich auch in der Cloud für Unternehmen mittlerweile von Sophos. Die bauen das jetzt immer mehr aus. Ich habe neulich mal ein Webinar gesehen von Sophos und da wird halt jetzt das neue Zeitalter der Connected Security ausgerufen und man möchte halt immer mehr in die Cloud schaffen. Wir haben letztes Jahr auf der ITSA, das Video findet ihr auch auf unserem YouTube-Channel oder auf unserer Website, je nachdem, haben wir auch von Sophos einen Vortrag komplett gefilmt. Da ging es auch eben um dieses Thema Connected Security, wie man eben die ganzen Komponenten eines Netzwerkes miteinander vernetzt, um eben eine höhere Erkennungsrate zu erzielen. Und das ist auch ganz interessant, das spielt auch mit rein. Und immer mehr Unternehmen sind global aufgestellt und haben halt dann eben ganz andere Herausforderungen als jetzt ein lokales Unternehmen, das meinetwegen ein Büro hat, einen Switch, wo alle Rechner dran stecken und einen Serverraum, wo die Server drin stehen und die Geräte verlassen eben dieses Gebäude nicht. Das ist mittlerweile ja anders und eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile möchte man überall arbeiten, von zu Hause aus und so weiter und man hat Termine außerhalb und möchte da natürlich auch dementsprechend geschützt sein und als Sys-Admin möchte ich da dementsprechend auch Rückmeldungen erhalten, wenn da irgendein Sicherheitsvorfall außerhalb auftritt. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir loggen uns mal ein und werden jetzt dann gleich mal das erste Gerät hier rein registrieren. Das ist nämlich diese virtuelle Maschine, die ich hier installiert habe. So, wir sehen jetzt, das ganze Teil loggt sich jetzt ein und ich meine, ich habe da schon mal ein Gerät registriert, wir werden es gleich sehen. Oder auch nicht. Nein, habe ich noch nicht. Sehr gut. Ja, hier sehen wir jetzt kurz mal eine Lightbox. Bla bla bla. Full Disk Scan. Alles okay.
Und man sieht hier, man kann wirklich das Teil hier schön verwalten, aber wir werden jetzt gleich mal einen Client installieren, weil sonst ist es ja langweilig, sonst sehen wir hier gar nichts. Und das ist halt auch gerade für Familien interessant. Meinetwegen, der Vater ist der Administrator der ganzen PCs oder eben der Sohn, wenn du uns zuguckst und möchtest daheim mal schön alles einigermaßen managebar machen. Oftmals hat man ja einen Admin, der sich um alles kümmert in der ganzen Familie. Und da ist es doch dann praktisch, wenn man so eine Oberfläche hat. Und wenn ich jetzt ein neues Gerät habe, dann klicke ich hier einfach mal auf Install und dann müsste sich jetzt gleich ein Dialog öffnen, wo ich eine Exe-Datei runterladen kann. Genau, Sophos Install heißt das ganze Teil. Und das muss ich halt dann einfach installieren. Das dauert ein bisschen und da habe ich dann die Möglichkeit, auch Links zu verschicken an die Familienangehörigen, also dass die eigentlich gar nicht mehr viel machen brauchen. Wir werden auch gleich sehen, das Ganze ist wirklich sehr einfach. Also man muss sich da nicht viel Gedanken machen, man installiert das Ding einfach, irgendwann erscheint es in dieser Oberfläche und dann kann ich das als Administrator schon verwalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Tante Ilse verwalten möchte, dann schicke ich ihr per Mail diesen Link und Tante Ilse macht dreimal Doppelklick, installiert das Ganze und dann irgendwann taucht das Gerät bei mir auf in meinem Management und ich habe dann die Möglichkeit, den Rechner von Tante Ilse zu verwalten. Wenn irgendwelche Security-Probleme auftreten, sehe ich das dann auch im Dashboard, kann irgendwelche Scans anstoßen und so weiter und so fort. Also eigentlich wunderbar für solche Familienangelegenheiten, die man ja des Öfteren hat. Also ich höre es halt immer wieder von Kollegen oder eben auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass man halt, wenn man ja sich mit IT auskennt, dementsprechend dann auch gleich im privaten Umfeld für zig Systeme verantwortlich ist. Und ja, warum nicht da auch sowas nutzen, was man im Firmenumfeld macht, um es einen einfach einfacher zu machen? Das ist doch einfach prädestiniert dafür. Und jetzt habe ich, glaube ich, 5000 Mal einfach in diesen Satz reingebracht. Und ich hoffe jetzt, der Download ist gleich fertig. So, jetzt führen wir die Installationsdatei aus, nachdem die heruntergeladen wurde. Und jetzt folgt ein klassischer Install-Dialog. Das Ganze werde ich jetzt mal ein bisschen beschleunigen. So, jetzt sieht man hier Sophos Home, das ganze Teil jetzt ist installiert. Man sieht hier einmal, die Web Protection ist aktiviert, Automatic Virus Protection ist aktiviert. Dann die potenziell unerwünschte App-Erkennung, also das ist praktisch das, was viele Hersteller natürlich liefern. Und man kann hier einen Scan ausführen. Mehr wird jetzt auf dem Endpoint erstmal nicht passieren. Die Oberfläche weicht allerdings ein bisschen von der Business-Version ab. Das ist aber soweit verschmerzbar. Wenn man jetzt hier auf die Web-Oberfläche zurückgeht und einen Refresh anstößt, wird man jetzt sehen, dass hier ein weiteres Gerät dazugekommen ist. Das hier ist jetzt meine VM, die ich hier installiert habe. Und man sieht jetzt hier, wie viel Threads gecleaned wurden, also wie viel Malware gelöscht worden ist oder wie viel Anwendungen gelöscht wurden oder bereinigt wurden auf der Kiste und welche Webseiten oder wie viele Webseiten blockiert worden sind. Es gibt auch derzeit keine Alerts. Wenn ich das ganze Teilchen mal öffne, habe ich jetzt die Möglichkeit, das Teil hier umzubenennen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt die QSO4U Tech Video VM. Und dann heißt das Ding in meiner Oberfläche auch so. Ich sehe hier gleich den Security-Status, kann das Teil scannen lassen, das führt er dann sofort aus. Sehe hier natürlich das Operating System, also das Betriebssystem. Kann hier das Ding auch wieder removen, löschen und kann hier die einzelnen, was man hier auch schon gesehen hat, die einzelnen Punkte ein- und ausschalten. Also eigentlich auch eine ziemlich smarte und schöne Lösung. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, hier meinen Webfilter zu kategorisieren. Das ist natürlich gerade für Eltern interessant. Wenn man die Endpoint Protection oder eben dieses Sophos Home Produkt auf dem Kinderrechner installiert, dann kann man natürlich hier auch einen Webfilter konfigurieren und kann sagen, okay, ich blocke zum Beispiel Blogs und Foren
oder Downloads oder Peer-to-Peer-Anwendungen, Dating-Plattformen, alles Mögliche. Und das wird dann auf dem Endpoint realisiert. Das ist natürlich schön, weil da muss ich als Elternteil nicht immer an den Rechner ran von dem Kind, sondern kann das schön zentral über eine Web-Oberfläche verwalten. Das ist eine schöne Geschichte. Hier unten gibt es dann die Antivirus Protection Exception. Das heißt, ich kann da Verzeichnisse rausnehmen, die eben nicht erfasst werden beim Virus-Scan und bei dem Scan, der, also beim Echtzeit-Scanner, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Das ist zum Beispiel auch dann sinnvoll, wenn ich irgendwelche Applikationen habe, die sich ja nicht so wohlfühlen, wenn der Virenscanner die ganze Zeit drüber rödelt. Das ist oftmals bei Datenbanken natürlich so, wenn ich irgendwie eine Datenbank da im Hintergrund laufen habe, eine MySQL oder eine Firebird oder irgendwie oder sogar eine MSSQL, dann sollte ich die hier excluden. Das kann ich da machen, indem ich das Verzeichnis einfach angebe und dann wird die beim Echtzeit-Scan oder auch beim Scan-Task nicht mit berücksichtigt. Dann habe ich die Möglichkeit, Webseiten zu exkluden, wenn da wirklich mal ein False Positive dabei ist. Dann kann ich die hier mit rausnehmen und ich habe die Möglichkeit, das gleiche auch mit den potenziell unerwünschten Applikationen zu machen, dass die eben auch weiterhin erkannt werden. Da unten habe ich dann noch Events, die eben angezeigt werden, wenn zum Beispiel Viren erkannt werden. Man könnte jetzt zum Beispiel mal hergehen und ein IK-Test-File, das ist ja so der Indikator immer für, ja, mein Virenscanner läuft und das Ding funktioniert. Sowas könnte man mal runterladen. Dazu gehen wir einfach mal auf die IK-Test-Files-Seite und versuchen das Teil jetzt mal runterzuladen. So, wir müssen das Ganze allerdings jetzt gezippt runterladen, weil ich habe hier in meinem Netzwerk schon Sachen im Einsatz, die eben, ja, das Ganze scannen und filtern. Das heißt, wir würden das gar nicht in die VM reinkriegen. Und jetzt sehen wir hier schon, obwohl es eine ZIP-Datei ist, hat Sophos Home jetzt schon angeschlagen. Sophos Home Thread blocked. So, und er hat das Ding jetzt erkannt und es sollte dann eigentlich auch gleich an die Management-Oberfläche gesendet werden, dass eben auf diesen Endpoint eine Malware blockiert wurde. Und das Ding wurde jetzt auch wahrscheinlich gleich gecleaned. Jetzt gehen wir nochmal auf die Oberfläche. Genau, has been removed. Okay. Das haben wir jetzt wahrgenommen und wir gehen jetzt mal wieder auf unser Dashboard zurück. Das Ganze wird refreshed und irgendwann sollte sich der Counter, das ist genau jetzt, erhöhen. Wir sehen hier ein Event und wenn wir hier drunter gehen, dann sehen wir, okay, eine Malware, also ein IK-Test-File, wurde unter dem Pfad gefunden und das Teil wurde bereinigt. Alles gut, alles in Ordnung, die Maschine läuft weiter ohne Probleme. Eingreifen muss ich da eigentlich jetzt nur, wenn eben eine Malware gefunden wurde und die nicht bereinigt werden konnte. Das ist dann eigentlich so der Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt muss ich tätig werden. Ansonsten eine super Sache und das funktioniert alles ganz schön. Gut, mehr möchte ich euch oder beziehungsweise kann ich euch eigentlich zu Sophos Home gar nicht zeigen, weil es ist nicht komplizierter, man muss da nicht viel mehr beachten. Das ist einfach das Schöne daran. Es ist halt immer eine Glaubensfrage, das Ganze läuft in der Cloud. Inwieweit man dem Ganzen vertrauen möchte, das weiß ich nicht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man sagt, okay, ich will die Vorzüge der Cloud nutzen, dann ist es, denke ich mal, ein ganz gutes Programm, ein ganz gutes Feature und ein ganz guter Virenschutz. Und deswegen kann ich das euch eigentlich nur mal zeigen, empfehlen für gewisse Fälle. Guckt, ob das für euch in Frage kommt. Schreibt es vielleicht auch mal in die Kommentare, ob für euch das genau das Richtige wäre oder nicht. Da können wir wieder ein bisschen diskutieren, machen wir ja ganz gerne. Und am Ende noch der Hinweis, es ist ja jetzt schon wieder August, Mensch, die Zeit geht ja rum wie im Fluge. Und wir werden im August wieder wie letztes Jahr und das Jahr davor auf der Gamescom sein. Genaue Infos kann ich euch jetzt zu dem aktuellen Datum noch nicht sagen, aber es wird nochmal ein Video geben, kurz vor der Gamescom. Was das genau ist, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber es wird ein Video sein und da werde ich das dann nochmal detailliert erwähnen, wer von uns, von QSO4U auf der Gamescom ist und vor allem wie wir dort sind und wann wir da sind. Und wenn jemand von euch da ist, dann könnt ihr das entweder jetzt schon schreiben. Und wenn ihr wollt, können wir dann mit unserer kleinen Community da auch mal uns kurz treffen oder irgendwas. Da haben wir kein Problem damit. Oder wenn ihr sagt, Mensch, wir würden oder ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten,
oder mit mir im Besonderen, wie auch immer, uns für die schlechten Videos schimpfen oder sonst was, dann könnt ihr das da auf jeden Fall gerne tun. Also wir sind da immer recht frei und wir freuen uns da auch, wenn wir mit unseren Zuschauern in Kontakt treten. Deswegen nur schon mal der Hinweis, falls jemand von euch das plant. Es ist, glaube ich, aktuell auch ein bisschen schwierig mit Gamescom, mit Tickets, meine ich. Wir wollten eigentlich dieses Jahr auch Tickets verlosen. Ja, das ist jetzt eine blöde Aussage oder blöde Ausrede, aber es hat leider nicht geklappt. Sonst hätten wir hier noch ein paar Tickets rausgehauen. Aber das hat nicht so ganz hinhauen wollen. Dieses Jahr ist alles ein bisschen chaotisch bei uns. Ja, weil eben wir noch so viele Verpflichtungen außenrum haben. Aber ihr könnt sicher sein, wir sind auf jeden Fall auf der Gamescom. Und falls ihr dann auch da seid, ja, dann wäre das ganz interessant. Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare. Schreibt auch vielleicht mal an welchen Tagen. Dann können wir vielleicht auch mal so ein bisschen gucken, dass wir an den Tagen eventuell uns ein bisschen Freiraum schaufeln von den Terminen her. Und uns dann da vielleicht treffen, wenn wir mehrheitlich irgendwie einen Tag haben. Das nur so als Vorschlag jetzt mal. Grundsätzlich natürlich wird es Videos von der Gamescom geben. Die gibt es aber dann wieder auf unserer Website und auf unserem Gaming-Channel, also QSO4U Gaming, wer den noch nicht kennt, den Channel. Da ist jetzt in letzter Zeit nicht so viel passiert, aber zu Gamescom wieder und ich hoffe danach auch wieder ein bisschen. Und da werden wir dann die Videos hochladen. Sollte was IT Technisches dabei sein, wird es natürlich hier auch auf dem Tech-Channel kommen, aber die Mehrheit ist halt nun mal, es ist Gamescom, auf dem Gaming-Channel kommen und da könnt ihr euch das Ganze angucken. Ihr verpasst nichts, wenn ihr uns auf Facebook liked oder eben auch regelmäßig auf unsere Website schaut. So, das war jetzt wieder der Werbeteil am Ende von uns, aber das muss auch mal sein, sonst wisst ihr gar nicht, was abgeht und ja, wundert euch, Mensch, was ist denn da los? Und wie gesagt, schreibt uns vielleicht mal, wenn ihr dort seid, wann ihr dort seid und dann kann man da was drehen. Da sind wir auf jeden Fall ganz offen und würden uns auch freuen. Und ich denke mal, nein, ich weiß es sogar, es gibt auch für euch eine Kleinigkeit, wenn ihr uns dort seht. Wir haben noch jede Menge, ja, QSO4U, Merch kann man nicht sagen, aber so kleine Giveaway-Geschichten, die kann man dann auf jeden Fall rausgeben oder die wollen wir auch an euch rausgeben. Und da haben wir noch jede Menge da und wir nehmen auch jede Menge mit auf die Messe. Also ihr werdet da nicht leer ausgehen, wenn ihr uns seht und uns ansprecht und mit uns ein bisschen plaudert. Da haben wir auf jeden Fall was für euch und ich denke mal, das ist für uns beide ganz schön oder ja, für beide Parteien. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Nächstes Video wird wahrscheinlich nächste Woche rauskommen. Euer Steffen Kolb von QSO4U Tech.